Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zurück hier bei Enderal. Ich freue mich total, dass es endlich weitergeht. Es hatte wieder mal so ein paar Gründe. Ach, es ist so schlimm. Wieder mal ein paar Tage ohne Enderal. Aber ich denke mal, das hier wird das jetzt ein wenig verändern, das ganze Spielerlebnis. Und zwar nicht erschrecken. Ha! Jetzt war ich laut. Entschuldigung. Hier bin ich. Ja, es wurde sich tatsächlich ein paar Mal gewünscht, hey Terra, mach doch mal deine Cam an. Und hier bin ich. Jetzt habe ich sie einfach mal eingeschaltet und bin mal gespannt, wie das Spielerlebnis wird. Und gleichzeitig habe ich herausgefunden, wie man mit OBS optimal aufnehmen kann. Und was will man mehr? Ich habe hier auf der rechten Seite das Bild, wo ich sehe, wie ich gerade, ob überhaupt die Aufnahme so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ich habe einen kleinen Filter drüber gelegt. Also ihr müsstet das jetzt hier alles etwas von den Farben her ein bisschen kräftiger sehen, als ich das jetzt gerade ein bisschen sehe. Damit das halt später für YouTube etwas angenehmer wird. So, letztes Mal. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, was wir eigentlich beim letzten Mal vorhatten. Wir hatten vor, jetzt machen wir mal hier eben gerade einen auf den. Wir wollten hier diese Strecke. Die wollten wir manuell nach Ark zurücklegen. Und ich bin sehr gespannt, was uns auf diesem Weg da erwarten wird. Weil es könnte sein, dass hier vielleicht noch ein Bergwerk zwischen ist. Dann ist da vielleicht noch irgendwo eine Höhle oder irgendwelche Häuser. Wir wissen es nicht. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Und ich glaube, letztes Mal war hier irgendwo der große Bär im blauen Haus. Apropos, es ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Mein Mikro hängt jetzt diesmal so hier rein. Oh, die Cam war gerade mal unscharf. Ich hoffe, das bleibt nicht... Also, dass das nicht überhand nimmt. So, Fackel. Hm, ein bisschen Licht haben wir. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Oh, habe ich den hier schon ge... Naja, ein Eisenschwert muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das heißt also, wir müssen mal gucken, wo wir hier langlaufen können. Da ist der Bär! Ah! Nein! Was? Was ist denn das für ein Start? Ich meine, hey! Hallo und herzlich willkommen zu Enderal. Nein, das ist doch wohl nicht wahr. Weißt du was? Hier, ich schmeiß dir den Bogen entgegen. Warum habe ich den jetzt gefunden? Weißt du, vorhin, so bei der letzten Aufnahme, da meine ich mit vorhin, da haben wir diesen blöden Bären nicht gefunden und jetzt finden wir ihn und er frisst uns auf. Ich werde jetzt hier irgendwie diesen Weg gehen. Und ich werde mir mal kurz eine Markierung machen. Wo muss ich ihn eigentlich hin? Ich habe hier irgendwas mit einer Tür gehabt. Aber so, wenn ich mal so ganz blöde irgendwas sagen darf, ich finde hier keine Tür auf der Karte. Hä? Da ist irgendwas mit einer Tür markiert. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich ihn hin? Teil von etwas Bedeutsamen. Teil 1. Lishari hat das Bändigungsritual an mir vollzogen, welches mein Arkanistenfieber unter Kontrolle bringen sollte. Dennoch passierte etwas Merkwürdiges, das sich Lishari selbst nicht so recht erklären kann. Wie schon andere zuvor sagte sie mir, dass etwas an mir seltsam sei. Wie dem auch sei, des Rätsels Lösung muss warten. Zuerst sollte ich zurück zum Sonnentempel, um Funkenschlag Bericht zu erstatten. Ach, ich muss da so oder so zurück. Sehr gut, das ist also die Markierung, die nach Ark führt. Jetzt muss ich nur erstmal gucken, wie ich hier wieder wegkomme. Ich habe doch schon überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie ich hierher gekommen bin. Weißt du, wie lange das her ist? Der Bär war hier, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Ich bin so ein Schisser hier. Das gibt's doch nicht. Naja, wir gucken mal. Ah ja, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Was ist das da hinten? Ach, das ist ein Wasserfall. Ich dachte gerade, was bewegt sich da? Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt hier gerade dunkel sein muss, aber es ist doch immer so. Immer wenn es gerade schön ist, wird es dunkel. Dafür sind wir ja im Tageslicht angereist. Oh, da ist ein Hase. Na toll, ich kann doch nicht mal treffen. Ich bin sehr schlecht da drin. Was haben wir denn da? Kornhof. Was passiert denn, wenn ich... Ich kann damit interagieren, aber nichts passiert. Flussheim. Schneefleck. Was passiert, wenn ich auf Ark drücke? Nix. Okay. Das heißt... Da ist eine Ratte. Ich sehe dich doch!
Wow. Die ist ein bisschen zurückgeflogen. Hat sie nun davon. Wo ist denn die andere hin? Hallo? Ratti? Wo ist denn das Rättchen hin? Bist du da runtergefallen? Oh. Da hinten ist jemand. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich wollte auch noch kurz ansprechen. Jetzt ist ja so langsam wieder die Sommerzeit da draußen. Und, oh. Hier haben wir ein bisschen Eisen. 10 Groschen, ein kleiner Seelenstein und ein paar Nägel. Ich nehme sie einfach mal mit. Nehme ich das... Ach komm, nimm mit. Nimm mit den Lachs. Was ich noch sagen wollte, wie gesagt... jetzt geht ja so langsam die warme Zeit wieder da draußen los. Und jetzt werde ich nicht nur wegen der Arbeit weniger aufnehmen können, sondern auch noch, weil da die Heuschnupfenzeit wieder losgeht. Oh, es ist ein Träumchen im Sommer, beziehungsweise im Frühjahr. Da läuft die Nase ununterbrochen. Jetzt gerade geht es mal. Oh, hallo Hirsch. Das ist Harry Hirsch. Und Hoppelhase Hans. Ich habe ihn nicht getroffen. Hey! Lass dich... Okay. Hasenpfote. Ich höre hier irgendwas. Ach! Mr. Slumkrabbe! Oh, schon wieder nicht. Hä? Seit wann geht denn das schief? Eigentlich, wenn eine Animation kommt, trifft man doch normalerweise. Ja, hier gibt es tatsächlich ein bisschen was auf dem Weg. Oh, ist das dunkel. Ich kann aber auch jetzt mein Fenster nicht zumachen, weil dann seht ihr mich nämlich nicht mehr. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie gut die Cam ist. Das habe ich ja noch nicht so wirklich unter Belastung ausprobiert. Hallo, Fasan. Und er läuft ins Wasser. Natürlich. Jeder Fasan geht erstmal schwimmen, wenn er einen sieht. Na, Ratti? So, die ist verbrannt. Und sie hat sogar wieder ein bisschen Rattenhaut dabei. Die müssen wir eigentlich mal probieren. Oh, hier liegt irgendwas. Glückspilz. Warum fängt... Willst du mich veräppeln? Oh. Ich weiß immer nicht, warum... mein PC so das Vibrieren anfängt, dass es dann hier so ganz merkwürdige Geräusche von sich gibt. So, Knoblauch. Wieso heißt der Glückspilz? Weil er den Baum abgekriegt hat oder weil er verbrannt ist? Der Schlechter von Ark Teil 2. Ich weiß nicht, ob ich das Buch schon habe. Ich nehme es einfach mal mit. Huch. Da ist ein Schild. Verstärkter Lederschild. Komm, nehmen wir mit. Und hier ist auch eine schöne Truhe. Die könnte irgendwas beinhalten. Aha. Ein Seelenstein mit armseliger Seele. Dann haben wir hier 2 Dietriche. Dann haben wir hier 8 Ersatzteile. Nehmen wir mal alle mit. Enderei-Groschen 7 Stück und Quecksilberbarren. Gut. Ich glaube, wir gehen mal hier über die Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. Wie komme ich jetzt auf diese ganzen Titel? Das ist ja voll schlimm. Kann ich den vernichten? Oh. Das war gerade nur ein Test. Geflügelfleisch. Natürlich, warum auch nicht? Ich wollte schon immer mal eine Krähe essen. Ich will gar nicht wissen, wie die schmecken. Wahrscheinlich total zäh oder so. Warum ist hier eine Pfütze? Elektroplasma. Ich kann das noch nicht mal benutzen. Also so, dass ich es irgendwie ausrauben kann. Aber es sieht so aus. Sind wir schon in Ark? Oh. Der Weg war ja gar nicht so... ich sag mal, so weit, wie ich das gedacht hätte. Das ging ja eigentlich noch voll. Aber ich wollte diese Port... Ich wollte nicht schon wieder, ich sag mal, so viel Geld ausgeben fürs Fliegen. Wir sind ja sehr geizig. Ihr wisst es ja. Ich weiß noch nicht, ob hier, also hier, ne? Irgendwann die Cam hier unten in der Ecke ein bisschen stört. Ich muss das alles noch ein bisschen testen.
Also ich werde das jetzt wahrscheinlich diese Aufnahme noch ein paar Mal ansprechen. Ich hoffe nicht. Was haben wir denn da? Gesucht im Namen des Ordens. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, ne? Ich gehe einfach weiter. So, mein CPU sagt 36% Auslastung. Das geht ja alles noch. Es könnte nur sein, dass mein PC lauter rauscht. Naja, wir werden es ja sehen, was das für Schwierigkeiten gibt, wenn man so aufnimmt mit zwei Monitoren. Das ist ja doch schon eine Belastung. So. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Warte mal, wie spät ist es? 10 Uhr abends. Könnte es vielleicht sein, dass wir Gnadalf besiegen könnten? Ich geh mal gucken. Wow. Nee, es ist, glaube ich, noch zu früh. Das ist noch zu früh. Es muss Mitternacht sein. Ich glaube, sowas hatte sie irgendwie in der Art gesagt. Oh, wieder zu arm, um zu leben. Oh Gott, das war jetzt fies. Wir müssen ja vielleicht noch mal ein paar Groschen geben, weißt du? Einfach mal so, weil wir es können. Da, 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 da. Ich könnte jetzt hier mit der Cam rumspielen, das ist voll lustig. Madame, habt ihr einen Augenblick? Was? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Wieso? Was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ja. Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Was? Ihr verschenkt eure Ware? Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erstmal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Echt? Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Nee, natürlich nicht. Was bringen mir die Bücher? Nun ja, was ihr Name verspricht. Sie vermitteln euch Wissen über eine handwerkliche Disziplin. Schmieden, Alchemie, dergleichen. Wow. Und natürlich werden sie seltener und teurer, je besser ihr werdet. Aber für den Anfang sollte eins der drei hier genügen. Okay, ich glaube, wir nehmen Alchemie, weil wir uns ja so ein bisschen auf, ich sag mal, Magie konzentrieren. Deswegen nehmen wir Alchemie. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Wobei denn? Was meint ihr? Womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Okay. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Mhm. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Das tut mir leid. Oh, mein Beileid. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Mhm. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Das könnte ich. Aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Vertür es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Okay.
Nur, dass ich verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld für ihre Sucht? Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Mhm. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Mhm. Sie ist eine Schnupferin? Was meint ihr damit? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Okay, ich will davon nichts. Eine der gefährlichsten Droge Wins. Okay. Damit will ich nichts zu tun haben. Und wo ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass ihr ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Hört sich gut an. Na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Okay, machen wir. Die Schraube, Hut und Fusch AG. Ich find diesen Namen echt gut. Den Schlüssel zum Banktresor der Fuchshand zu Milbert bringen. So, laufe ich hier weiter durch oder laufe ich, mal sehen. Sonnentempel, da müsste ich ja hin. Deswegen drücken wir mal da drauf. Sonnentempel, 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 da. Dann müssen wir da nicht lange durchlaufen. Dann haben wir auch nur diesen einen Ladebildschirm, beziehungsweise wir haben zwei, weil wir ja nochmal da rein müssen. Und das ist gut so. Warum fängt jetzt eigentlich alles bei mir hier an zu jucken? Kaum habe ich mal die Cam an. Stelle merken und waschen, Terra! Huch! Ah, da bist du ja. Ah, wir haben immer noch das gleiche Gesprächsthema. Deswegen gehen wir da jetzt einfach mal rein. Guten Tag. Mal sehen, ob wir den Konstantin hier irgendwo finden. Ich bin ja mal gespannt, was der wieder für schöne Sprüche auf Lager hat. Ich finde ja, den haben sie ja richtig super gemacht. Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat... Warum ist denn der Pfeil da hinten? Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Die Silberkelch. Warum liegt der da? Ich kann das immer noch nicht glauben. Du bist mein Licht. Ist er hier oben? Ja, der ist hier oben. Dein Name ist mein Sakrament. Tür öffnen. Deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Nein, dann schläft der alte Kauz auch noch. Soll ich ihn einfach mal wecken? Ich habe irgendwie Angst, dass er mir dann an die Gurgel springt. Hallo? Hallo? Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. So, setzen wir uns mal hin. Nishari hat das Ritual an mir vollzogen. Alter, hat das vollzogen? Es gab Schwierigkeiten in Alt-Reschengrad. Ich weiß, sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit. Auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut, das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Was? Wer? Wer ist denn nun dieser Arantial eigentlich genau? Hab ich doch gesagt. Der hochverehrte heilige Großmeister dieses Ordens. Okay, ist ja gut. Ob ich weiterhin das Ganze verbunden? Nein. Gut, wo kann ich ihn finden? Im Emporium. Das ist das letzte Gebäude auf der linken Seite des Tempels. Sagt einfach der Wache, dass Arantial nach euch verlangt. Und sie wird euch hineinlassen. Okay. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen.
Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Oh, zwei Lernpunkte wären natürlich nicht schlecht. Die Karte sieht gut aus. Die Schatzkarte nehmen. Oh nee, bitte nicht. Jetzt muss ich mich auch noch entscheiden. Also den Beutel voll Groschen will ich nicht, aber... Wir nehmen die Schatzkarte, glaube ich, ne? Dann haben wir hier nämlich ein bisschen was zu durchsuchen. Nehmen wir die Schatzkarte. Gut. Dann mal hopp. Wir sprechen uns später. Dann mal hopp. Was ist das denn? Okay, danke. Großmeister Arential im Emporium aufsuchen. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, das Ding sieht ja toll. Upsala. Ich wollte das eigentlich nicht Dieses blöde Ding. Geh da drauf. Bleib. Ja, ja. So. Bleib. Oh, ich vergesse immer, wenn ich C drücke, dass ich dann... Hier. Ich habe meine Hände oben. Ich laufe einfach überall gegen. Oh. Hier waren wir doch schon mal. Was ist das da eigentlich für ein Fleck? Das sieht ja aus wie ein flüssiger Popel. Was für einer. Oder ist da irgendwer hingekotzt hat oder irgendwie sowas. Naja, wollen wir einfach mal wieder runtergehen und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh, da ist gerade jemand rausgegangen. Wir gucken mal, wo wir jetzt hin müssen. Oh, es wird dunkler hier. Naja, so ein bisschen, wenn man ein bisschen Licht anmacht, geht's eigentlich. Die Sonne ist gerade verschwunden da draußen. Ich glaube. Spiel? Ah, ich dachte jetzt schon. Ah, da bist du ja. Magister Milan suchen. Milan, warum das? Weiß ich nicht. Boah! Aber ich glaube. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Wo muss ich denn da jetzt rein? Ich könnte auch da rein und dann da oben langlaufen, aber das mache ich nicht. Boah, was ist denn das hier für ein cooler Tempel? Ihr gehört nicht hierher. Danke. Vielen Dank. Ich will da mal hoch. Ich will hier einfach mal gucken. Das ist ja hier der Tempel. Boah, komme ich denn hier hin? Cool. Ob es hier vielleicht irgendwann... wie so eine Versammlung gibt. Mich würde es nicht wundern. Boah, hier kann man aber... wenn es hier jetzt hell wäre, könnte man ganz schön weit gucken, glaube ich. Aber ich gehe jetzt erstmal dahin, wo wir hin sollen. So, dann gehen wir hier mal um die Ecke. Ich weiß nicht, warum ich gerade... boah. Entschuldigung, warum ich gerade diese Tür hier nehmen muss. Emporium. Ich nehme jetzt auch die Fackel ab, weil aus einem einzigen Grund. Und zwar der Grund, dass wir nicht unhöflich sein wollen. Gerade wenn es der Großmeister ist. Nehmen wir auch mal die Pfeile ab. Und gehen jetzt hier einfach rein. Und gucken uns natürlich erst einmal um. Bücherschrank. Was ist denn da so drin? Der Schlechter von Ark Teil 3. Boah. Wie viele Bücher hier rumliegen. Das sieht schön aus hier. Was das wohl bedeutet? Ich hätte da auch reingehen können. Ich hätte eigentlich gar nicht ums Haus laufen brauchen. So, jetzt gehen wir einfach mal hier hoch und gucken mal... Und auf einen Verdacht hin, eine ganze Division unserer besten Männer übers Meer zu schicken, ist Irrsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner geschickt hat. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Pekast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus? Wenn man dir zuhört, vergisst man glatt, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine neremesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle.
Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealoa, damals in Kyra. Und wir Natara, alle wissen... die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Ja? Er hat Besuch. Das ist aus dem Trailer, der Kerl. Ich weiß nicht, ob ihr jemals den ersten Trailer von Enderal gesehen habt. Aber da kam er vor. Jetzt schließt sich so langsam der Kreis. Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Interessant. Ich bin Thealoa Arantheal, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens. Und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Isabel! Wir haben sie ja so genannt. Ihr wollt mich sehen? Nochmal, ihr wolltet mich sehen? Ja. Und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid. Und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid. Wieso? Ihr meint den roten Wahnsinn? Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Wynn derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten, gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um mal das Offensichtlichste zu nennen. Mhm. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Die Vision? Dann heißt das, ihr wisst, was sie bedeutet haben. Ich weiß nicht, was dort los ist. Ich glaube, das liegt daran, weil ich die Cam anhabe. Die Vision? Dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben? Was hier passiert? Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Okay, machen wir. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod vor 2 Jahren Wynn beherrschten. Mhm. Was ihr aber wohl nicht wisst, ist, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Oh. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten. Und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Mhm. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Okay. Wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Es gab Umstände, die diese Entwicklung begünstigt haben, sagen wir es so. Aber das ist eine lange Geschichte und keine, die wir hier und jetzt besprechen werden. Okay, wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon? Gerade hier? Weil Stabilität momentan das höchste Gut ist. Vor allem in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht. Auf Kile oder Kyra haben die Herrscher den Fehler gemacht und den Tod der Götter anerkannt. Und die Bürgerkriege dort haben gezeigt, was für ein Chaos eine solche Offenbarung mit sich bringt. Enderal ist die Wiege des Götterordens, der Inbegriff der Theokratie. Was passieren würde, wenn wir als Orden die Gerüchte bestätigen würden, wäre unerdenklich. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Ja. Was nach all dem hier kommt, ist offen. Aber für den Moment müssen wir alles in dieser Richtung dementieren. Okay. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Nach mehr als 30 Jahren, ja. Oh. Weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Mhm. Alles beginnt mit den Träumen. Wir alle wissen's. Ich habe das Mikrofon gerade ein bisschen nach oben geholt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke ja hier rechts rein und dann sehe ich, wie der Ausschlag von meiner Tonspur ist und der war ein bisschen sehr gering gerade. Nicht, dass ich zu leise bin auf einmal, das wäre ja fatal, wäre das. Ich meine, dadurch, dass ich es nochmal nachbearbeite, ist es nicht ganz so schlimm, aber wir wollen mal nicht zu viel verstärken. Schwarzer Bildschirm? Nicht schon wieder. Das macht mir mal Angst, wenn ich das sehe. Ah, jetzt geht's weiter. Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, furchtbare Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen.
Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. Das ist ein Bug! 2 Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte. Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Wart ihr damit nicht Feinde? Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt, ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht, warum auch immer. Mhm. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Könnte sein, man weiß es wirklich nicht. Als ich mich erholte, blieb, waren die Träume. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war nicht allein. Sowohl er selbst als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat. Aha. Vor allem Konstantin hat das auch gesehen. Krass. Irgendwie ist er hier draußen ganz schön leise, finde ich. Was ist das Regengeräusch so laut? Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Mhm. Eine geteilte Erinnerung? Ihr meint, sie kommen aus einer Art, was einem gemeinsamen Gedächtnis? Was einem gemeinsamen Gedächtnis? Ihr meint, sie kommen aus einer Art, was einem gemeinsamen Gedächtnis? Ach so, ich hätte das anders. Oh, ja, es ist heute Premiere, ne? Cam und so. Ich bin aufgeregt. Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Mhm. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt und anders als wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten. Weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte. Okay. Die Pyreia. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. Mhm. Und was habt ihr herausgefunden? 3 Dinge. Oh. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyreiern. Vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten und irgendwann auf dem Höhepunkt ihres Seins verschwanden sie einfach, spurlos. Okay. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus und unserer nähert sich dem Ende. Nein! Das ist ja sowas wie die Apokalypse hier. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten. Weiter runter. Ist das nicht etwas weit hergeholt? Es gibt sicher andere Erklärungen für all das. Die Musik! Das hatten wir doch auch. Ne? In anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Mehr! Kann er echt gut. Ein Muster? Ihr meint, die Chroniken jeder Zivilisation sind identisch? Nicht identisch. Doch man kann sie in Etappen unterteilen, die sich stets in der gleichen Art wiederholen. Dann ist das eure Erklärung für diesen roten Wahnsinn. Die Kriege. Ja, sie leiten den Anfang vom Ende ein. Oha. Wir nehmen jetzt mal das Oberste, weil das ist ja hier auch, wenn wir jetzt mal an unsere Welt denken, es hätte ja hier schon längst der Weltuntergang bevorstehen müssen. Ich glaube, wann war das? 2012? Da gab es ja dann auch diesen Naturkatastrophenfilm. Und
2012 sollte ja eigentlich schon die Welt untergehen. Und dann war ja irgendwann sogar hier der Asteroid Apophis, war da? Nee, nicht Asteroid. Na, wie hieß er denn jetzt? Ja, Apophis. Komet. Nee, doch, ein Komet war das. Apophis war das ja. Der ist ja dann hier knapp dran vorbeigegangen. Und ich glaube, 2022 soll er nochmal der Erde sehr nahe kommen. Und dann dauert das erstmal wieder eine gewisse Zeit. Und es könnte passieren, dass der irgendwann die Erde trifft. Es wurde ja sogar schon irgendwie errechnet, aber wann das eintrifft, das weiß keiner so richtig bis jetzt. Und, ja, das könnte hier sowas Ähnliches sein. Deswegen nehmen wir jetzt das Oberste. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten. Das wollten ich und Narazuls Magier auch glauben. Lange Zeit. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen, die Geschichte der Pyreia ausführlicher zu studieren. Und die Parallelen waren erstaunlich. Okay. Auch das Pyreische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Vin vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyreier hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyreier hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyreier nannten dieses Ereignis die Läuterung. Aha. Wenn die Pyreier wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Es steht ja nur in Büchern. Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation einfach verschwinden? Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyreischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Aber wirklich, und wo komme ich nun ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte, die Visionen? Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen. Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Persönlichkeiten? Wiederholen sich? Ja, die Pyreier nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz. Eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle der Prophetin zu. Ich soll ein Prophet sein? Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Ach du heiliger Bimbam. Und all das, der Zyklus, diese Läuterung, sind der Grund dafür, dass euch Narazuls ehemalige Magier begleitet haben? Funkenschlag, Pekast und die anderen? Ja, ehemalige Feinde oder nicht. Beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narazuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Und warum sollte ausgerechnet ich einer dieser Boten sein? Ich weiß es nicht. Der Magier Funkenschlag hat mir eure Geschichte erzählt. Und so tragisch euer Schicksal auch ist, anders als ich wart ihr vor eurer Wandlung unbedeutsam. Vielleicht kann es also jeden treffen. Vielleicht aber haben wir das Muster, nach dem die Boten gewählt werden, einfach noch nicht verstanden. Das wird sein. Aber wenn ich eine Rolle spiele, heißt das, irgendwas kontrolliert mich? Uns? Nein, wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes. Wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Ach du Schande. Und was bedeutet das nun für mich? Was macht diesen Propheten aus? Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken. Und damit in die Zukunft.
In die Vergangenheit und damit in die Zukunft? Wie meint ihr das? Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Warte. Ich muss das gerade mal verarbeiten. Er hat das jetzt gerade so gesagt, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Also, wir sind die gleichen Personen. Jedes Mal und jedes Mal immer wieder die gleichen Personen. Und jetzt ist quasi der Zeitpunkt angekommen, wo wir dieses Ganze unterbrechen. Das ist ja ein ewiger Kreislauf. Man muss sich das vorstellen wie diese Uhr. Das ist auch ein Kreislauf. Weißt du, fängt bei 12 Uhr an, hört bei 12 Uhr auf. Irgendwann sind wir bei 0 Uhr und das geht dann jeden Tag immer das Gleiche und das Gleiche geht immer weiter. Nur hier muss man sich das so vorstellen, diese Uhr hat ja 24 Stunden und diese Uhr dreht sich ja immer und immer wieder. Und hier muss man sich das so vorstellen, irgendwann hört sie auf, hört dann bei 24 auf und fängt quasi wieder von ganz von vorne an. Also da, wo wir geboren werden, bis zum Ende. Es ist der ewige Kreislauf. Und jetzt, wir können halt in die Vergangenheit und in die Zukunft gucken, weil diese Sachen schon mal alle passiert sind. Das ist so, als wenn man mit einer Zeitmaschine quasi reist. Wenn, ich sag jetzt mal, wenn jemand von euch Deponia kennt, jetzt nur mal den dritten Teil angenommen. Da konnten wir ja auch mal in die Zukunft gucken, mal in die Vergangenheit und so weiter und so weiter. Und das ist das Paradoxe dabei. Und jetzt ist es halt so, weil wir jetzt ja spielen, wir können da ja jetzt richtig eingreifen. Und wenn wir es schaffen, diesen Kreislauf zu unterbrechen, dass sozusagen der Weltuntergang gar nicht erst stattfindet, dann läuft das Leben weiter. Und es fängt nicht wieder von vorne an. Das ist irgendwie, das ist, wow. Wer sich diese Story ausgedacht hat, der ist echt gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so richtig rübergebracht habe, aber so stelle ich mir das jetzt vor. Krass. Ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, du, ne? Du da hinterm Monitor, wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an. Ich weiß, das kann man sich so vorstellen. Also dann wird man vielleicht andere Sachen anders machen, aber trotzdem stirbt man am Ende. Und dann fängst du wieder von vorne an das Leben. Das ist so ein bisschen, das ist etwas schwierig zu erklären, aber ich denke mal, ich habe so einiges so aufgegriffen. So, machen wir jetzt mal weiter. Jetzt habe ich ja ein bisschen gequatscht, aber es ist schon mal schön, dass man so ein bisschen Theorien aufbauen kann. Und wenn mich all das nicht interessiert... Hohle Worte. Ihr wisst, dass es das einzig Richtige ist, egal wie sehr ihr euch das Gegenteil einredet. Wir beide ähneln uns mehr, als ihr glaubt. Oh, okay. Was lässt euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns daran gescheitert sind? Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Warten und sterben ist schlecht. Nee, was ich jetzt nochmal sagen wollte, wegen Deponia. Ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber da war es ja immer so, dass irgendwann die Zeitmaschine betätigt wurde und wir sind ja dann irgendwie immer an derselben Stelle, ist es wieder zurückgesprungen und dann haben wir da wieder an der einen Stelle angefangen. So ähnlich stelle ich mir das jetzt hier auch vor. Also, wenn ich spielt Deponia, beziehungsweise ich werde es irgendwann auch mal spielen hier auf dem Channel, aber das wird noch ein bisschen dauern. Und was habe ich davon, euch zu helfen? Wenn es Reichtum und Macht ist, was ihr sucht, dann sollt ihr es haben. Der Orden hat von beidem genug. Auch wenn mich diese Frage enttäuscht. Oh, nee, das ist auch blöd. Das kann ich nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Gib mir Zeit. Nee, na gut, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Ach du. Eurem Orden beitreten? Ist das wirklich nötig? Ja, ganz egal, was ihr von unserer Geschichte haltet. Wir sind der einzige Bund, der die Kraft hat, dem Zyklus entgegenzustehen. Und wenn ihr Teil unserer Mission werden wollt, müsst ihr vollen Zugriff auf unser Wissen und unsere Ressourcen haben. Es wird schon so genügend Stimmen im Orden geben, die gegen euren Beitritt genauso revoltieren werden, wie gegen die Anwesenheit der nerimesischen Magier. Mhm. Seht es also als Ehre oder Notwendigkeit. Es liegt bei euch. Und was ist das für eine Prüfung?
Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Gut, wer sind diese beiden anderen Novizen? Ich kenne sie nur flüchtig, aber beide sind ungewöhnlich talentiert und haben hart für die Prüfung trainiert. Aber macht euch euer eigenes Bild. Stirnrunzeln? Ihr habt sie bereits informiert? Woher wusstet ihr, dass ich zusagen würde? Ein Gefühl. Belassen wir es dabei. In Ordnung, wo finde ich die Gruppe? Ja, die Gruppe. An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einfach den Myraden dorthin, sprecht mit Siegelmeister Bartar und gebt ihm dieses Päckchen. Und dann folgt seinen Anweisungen. Ah, und eines noch. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht, das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Okay. Teil von etwas Bedeutsamem, Teil 1. Und jetzt kommt bestimmt Teil 2. Es war mir klar.